Hallo Internet und damit recht herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Also, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Freifunknetz ausfallsicherer machen könnt. Also, los geht's! Klar, ein Stromausfall ist zwar am realistischsten, aber dennoch, er kann passieren. Und da ist man doch dann wirklich froh, wenn man zum Beispiel mit einer Powerbank bestens ausgerüstet ist, so wie ich sie hier habe, die Intenso 5000 oder beziehungsweise die Intenso A5200, normalen Micro-USB zum Aufladen und USB zum Ausgeben. Und dann habe ich noch ein passendes Kabel, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Das ist einfach ein USB-Kabel auf den DC-Hohlstecker, der für die Freifunkrouter halt eben passt. Dieser passt beim WR941D, beim WR841ND und noch bei vielen weiteren Routern passt der rein. Und ja, beim WR941ND, WR940, TP-Link WR841ND sowie 841N hat das bei mir mit der Powerbank auch tatsächlich funktioniert. Und die Powerbank hält sogar ein paar Stunden an. Also ich glaube, das waren 3,5 oder 4 Stunden, wie das mit dieser Powerbank ging. Ja, und ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Es ist auf jeden Fall eine gute Alternative, falls mal der Strom überhaupt mal ausfallen sollte. Nummer 2 ist hier dann die passende Position. Ich zum Beispiel hatte das Problem, dass im Sommer mein WR841N des Öfteren einfach mal ausgefallen ist und ich nicht wusste warum. Mittlerweile scheine ich den Übeltäter gefunden zu haben, denn es war einfach die Hitze. Der Router lag wirklich den ganzen Tag in der prallen Sonne im Erker und das hat ihm wohl nicht wohl bekommen. Er ist nicht auf Dauer kaputt gegangen, das nicht, nein. Aber er ist einfach dann ausgegangen, beziehungsweise hat dann kein Funknetz mehr ausgesendet und auch die Freifunkkarte hat gezeigt, dass dieser nicht mehr online war. Ja, nach einem einfachen Neustart ging es zwar wieder, aber dennoch, lasst euren Router nicht zu nah am Fenster stehen, wenn es Sommer ist. Jetzt im Winter habe ich den die ganze Zeit am Fenster stehen, da tut ihm das nichts. Aber dennoch, man sollte die passende Position finden, denn klar, am Fenster stehen ist gut, damit man auf die Straße leuchtet. Aber er sollte halt eben nicht direkt in der Sonne stehen und erst recht nicht, wie bei der Bauart meines Erkers, den ganzen Tag. Und nun kommen wir zum letzten und wahrscheinlich auch, ja, am wahrscheinlichsten Grund, denn das ist, dass dein Internet ausfällt. Und sollte das mal sein, dass du denkst, dass du über Freifunk kein Signal mehr bekommen kannst, beziehungsweise dass Seitenaufbau und alles nicht funktioniert, dann prüf doch mal dein privates Netzwerk. Log dich ins private Netz ein, wenn die Möglichkeit besteht, und dann teste mal, ob du darüber noch Internet hast. Falls nicht, könnte es wirklich sein, dass dein Internet ausgefallen ist. Starte dafür doch einfach mal Router, Freifunkrouter und eventuell LAN-Verteiler mal neu. Soll es dann auch nicht gehen? Ja, dein Netz ist ausgefallen. Was du dagegen tun kannst jetzt, ist ganz einfach. Du nimmst dir einfach ein paar Nachbarn und stellst dort auch Freifunkrouter auf und diese sollten diese auch in ihr privates Netz mit einbinden. Also per LAN einfach verbinden, sodass die dort auch Internet zur Verfügung stellen. Nun baut der automatisch ein einfaches Freifunk-Meshnetz auf, also das miteinander gemescht wird. Sollte nun dein Internet ausfallen, wird automatisch das Internet des Nachbarn bezogen. Das geht so schnell im Wechsel, dass man es selbst nicht mal wirklich mitbekommt. Zumindest war es bei mir so. Ja, und somit kannst du bei einem Internetausfall dagegen vorbeugen. Kleiner Tipp, wenn ich zum Beispiel bei Unity Media bin und einen Ausfall habe, sollte der Freifunkrouter natürlich nicht bei einem anderen Unity Media Kunden stehen, da dieser wahrscheinlich dann auch einen Ausfall hat. Dann stellt diesen Router doch lieber zu einem Telekom-Kunden, der über die DSL-Leitung geht. Nur so als Beispiel, dass man es in verschiedenen Haushalten von verschiedenen Anbietern aufbaut, um das Netz wirklich absolut stabil zu halten. Klar, man kann auch noch mit 4G-SIM-Karte machen, aber es wäre erstens teuer und zweitens schon fast übertrieben. Aber ja, dank dem Freifunk-Mesh-Netz besteht immerhin diese Möglichkeit. Das ist gut zu wissen und sollte man auch wirklich machen. Und es ist immer schön mit seinen Freifunk-Nachbarn, halt eben mit seinen Nachbarn Freifunk zu betreiben. Ja, und ansonsten soll es auch erstmal mit diesem Video gewesen sein. Fragen, Daumen hoch, Daumen runter, abonnieren, die ganze Sache kennt ihr da ja alles. Yo, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Das war's. Tschüss Internet.